Herzlich willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema SD-Karte des Raspberry Pi mit DD sichern. Das neue Spielzeug Raspberry Pi macht echt tierisch Spaß. Die Neugierde wächst weiter und weiter, was die kleine Kiste noch so auf dem Kasten hat. Ich habe aber leider nur zwei SD-Karten und möchte trotzdem weitere Betriebssysteme ausprobieren, meine alten Installationen aber nicht verlieren. Somit muss ich die SD-Karten also sichern bzw. die Partitionen irgendwie klonen. Dafür gibt es unter Linux mehrere Möglichkeiten. Vielleicht gleich vorneweg Part-Image nicht benutzen. Erstens wirft es beim Versuch, die ext4-Partition zu sichern, eine Fehlermeldung. Und zweitens ist die letzte Version aus dem Jahre 2010. So nach aktiver Entwicklung sieht das nicht aus. Eigentlich schade, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. DD ist deswegen eine gute Option, weil das Tool zur Standardausrüstung eines jeden Unix-ähnlichen Betriebssystems gehört. Auch bei macOS X ist es vorhanden. Damit klonst du einfach den kompletten Speicher. In meinem Fall wäre die SD-Karte /dev /sdb. Das kriegt man mit lsblk heraus. Und der Befehl zur Sicherung sieht so aus, zum Beispiel in meinem Fall sudo, Leerzeichen, dann dd, das Sicherungstool, dann if ist gleich, dann die SD-Karte als Input /dev/sdb, dann off ist gleich und dann die Image-Datei. Also Output, das könnte zum Beispiel sein /home/Paul als Verzeichnis und als Datei dann pi.img. Und am Ende noch BS ist gleich 1M. Und dann Enter. Zum Wiederherstellen einfach die Pfade bei if und off umkehren. Das würde dann so aussehen: sudo Leerzeichen DD Leerzeichen if ist gleich. Dann kommt die Image-Datei /home/paul/pi. .img, dann off ist gleich und die SD-Karte /dev/sdb, bs gleich 1m. Da die SD-Karte 2 GB beträgt, würde auch mein Abbild diese Größe haben. Das ist aber unnötig, weil nicht der komplette Platz verwendet wird. Somit könnten wir das erzeugte Abbild nun komprimieren oder gleich während des Klonens komprimieren lassen. Das erspart einen Arbeitsschritt. Und das würde dann so aussehen: sudo Leerzeichen DD Leerzeichen if ist gleich SD-Karte /dev/sdb, dann Pipe-Zeichen, gzip, das Komprimierungstool, ebenso könnte man auch bzip 2 verwenden, das würde ebenso funktionieren. Also gzip jetzt hier, größer als, die Ausgabe wird dann weitergeleitet in die Datei /home/paul/ pi.img.gz. Enter. Zur Wiederherstellung sieht der Befehl hier so aus: sudo Leerzeichen gzip, dann minus d für dekomprimieren, also entpacken, c für benutze Standard Output, dann die Image-Datei /home/paul/pi.img.gz und das dann weiterleiten an dd. Off ist gleich dann
wieder die SD-Karte. Schrägstrich def, Schrägstrich SDB und Enter. Das spart schon einmal einiges an Platz, aber nicht so viel. Ein Nachteil von DD ist die Geschwindigkeit, weil es wirklich über den kompletten Speicher geht. Die reine Image-Datei ist dann, wie schon gesagt, 2 GB groß. Und die komprimierte, das wäre dann 1,9 GB. Man spart also nicht ganz so viel, sondern gerade mal 100 MB. Mit BZEP 2 ist es genauso. Das war User Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!